Da wären wir, meine Herren, meine Damen, das ist unser Schiff. Noch heißt sie Drachentöter, bald ändern wir den Namen. Interessiert uns nicht. Hauptsache, es gibt Geld. Das wird es geben. So, ist die Kapitänin jetzt, da oder ist sie irgendwo anders? Ich werde einmal nachsehen. Rafi, möchtest du mit den Jungen und Damen hier schon die Probe machen? Diese Tests, die man so macht. Ich gehe einmal nachgucken. Ja, kümmer du dich mal darum. Wir schauen, ob wir da hier vorne irgendwo einen freien Platz finden. Das würden wir schon hinkriegen. Alles gut. Gehören die Elefanten zu euch? Ja. Das sind tatsächlich seine Elefanten. Und der Strauß. Der Strauß heißt Schnabelmir. Also wir sind nicht mehr so betrunken. Wir können Aufgaben erfüllen, wenn ihr wollt. Wir können irgendwelche Leute verprügeln oder hier im Hafen rumschwimmen oder Boote fahren, was auch immer euch einfällt. Naja, also erstmal würde ich sagen, wir haben gerade keine Pferde hier. Also es ist, obwohl ich kann ja ganz gut schwimmen. Ich denke, schwimmen ist doch mal ein guter Anfang. Ja, Ortank zuckt mit den Schultern. Alles klar, Männer, ihr habt's gehört. Zieht euch eure Uniformen aus und dann springen wir ins Hafenbecken. Wir schwimmen eine Runde. Dreimal ums Schiff herum. Ja, ich denke, da muss ich ja einsteigen, nicht wahr, Boltax? Ja, ich glaube auch. Falls du meine Hilfe dann noch bei einer der Prüfungen brauchst, Magie oder sowas, dann lass es mich wissen. Ich kann eine Feuerwand hervorrufen, durch die sie dann durchtreten müssen, um ihren Mut zu beweisen. Ha, das schaffen sie nie. Ja, Boltax, ich wollte die auch anheuern und nicht umbringen, ne? Ach so. Ja, es ist nur eine kleine Feuerwand und es sind nur ein paar Brandblasen. Aber, naja, gut. Ich kann auch, weiß ich. Falls du mich brauchst, ich bin hier. Ja, danke. Ja, und dann würde ich mal losgehen und gucken, ob Zylamin schon da ist. Was natürlich, sehr vermutlich nicht der Fall ist. Natürlich noch nicht, nein. Ja, dann komme ich mit dieser Neuigkeit dann auch zu Rafim zurück. Rafim, ich habe überall geschaut. Ich habe sehr viele Kommentare für meinen sehr kleidsamen Turban bekommen. Oh, aber Zylamin konnte ich nicht finden. Na, wunderbar. Ich ziehe noch eben die letzte Runde ums Schiff und ich denke, naja, wie machen die Männer sich denn überhaupt, wenn man das so beobachtet? Können die alle schwimmen? Also drei Runden ums Schiff kriegen die hin. Vor allem auch im Hafen, das ist kein Problem. Wenn dann mal jemand übers Wasser, über Deck ins Wasser fällt, dann kriegen die sich wohl erst einmal gerettet. Bei Flut und Sturm und wenn ihr nicht umdreht, ist das vielleicht ein anderes Problem. Aber dann hat sowieso jeder ein anderes Problem. Aber die können gut schwimmen, ja. Okay, es sind halt keine Elfhardgeweihten, aber als Esel. Nein, halt, genau. Ne? Richtig, okay. Richtig. Wunderbar. Dann Männer alle Mann wieder anziehen. Wir machen ein paar Formationsübungen und ein bisschen Zielschießen von unseren Armbrustschützen ist ja auch irgendwie nötig, ne? Werden wir tun. Wie ihr wünscht. Ja, wunderbar. Gut, und dann kannst du dir das Treiben an Schiff ansehen, wie die Söldner in Formation gehen, gegeneinander kämpfen, die Bogenschützen bzw. Armbrustschützen vom Regiment Perlenmeer, wie sie dann auf irgendwelche Strohformationen schießen, irgendwelche Pappkameraden und kannst du es dir eben so ansehen. Derweil wird Diamantes wach. Eben, die kannst du immer noch das Gesicht von dem fahlen Jungen erkennen, der dich besorgt und fürsorglich ansieht. Also gut. Jetzt müssen wir zum nächsten Plan übergehen. Du bist ja immer noch hier. Ja, natürlich, ich bin jetzt immer hier. Wie hat mich das denn... Wie kann es sein, dass mich das ausgenockt hat? Das tut halt weh. Kümmere dich nicht darum. Ich fasse mir mal an die Stelle, die Brandstelle, wo er mir das ausgebrannt hat. Ja, es verschmort. Dein Ohr ist so zugeschmolzen. Du kannst noch hören. Du weißt nicht genau warum, aber du kannst noch hören, ohne Probleme. Aber du kannst diese Runen, kannst du daran wohl ertasten. Zeig mir mal das Brandeisen. Weißt hier. Du, was ist deine? Ja, ich werfe da mal einen Blick drauf. Kann ich da irgendwas dran erkennen? Sagen die mir irgendwas? Oder sind das einfach nur dahergewürfelte Runen für mich? Hast du irgendwelche Sprachen und Schriften vor allem? Wahrscheinlich keine, die da irgendwo zu passen könnten. Siehste.
Ja. Und das ist jetzt an meinem Ohr. Was bedeutet das? Gerechtigkeit. Da muss ich mich doch gleich an Greifen und erinnern. Aber wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Bei Nebelklang. Ja, richtig. Nebelklang, das musst du immer noch hinter dich bringen. Und zwar, bevor jetzt die alte Marex zu der Capitana läuft und das meldet, solltest du zu Capitana laufen und was über Marex erzählen. Aber was soll ich denn über Marex erzählen? Ich weiß nichts von ihr. Ich habe mich mal in der Landfarm ein paar Tage lang mit ihr unterhalten, aber das war's auch schon. Dann solltest du am besten zur Flottenmeisterei gehen. Die wissen alles über Marex. Die Flottenmeisterei? Ja. Hol dir die ganzen Archive über Pericum und über die Familie Marex. Die haben da ein eigenes riesiges Kontor. Und dann, cui bono, wirst du herausfinden, wem es nützt, dass sie hier an Bord ist. Aber du weißt doch offensichtlich irgendwas. Warum sagst du es mir nicht einfach? Ich bin nur ein Junge in deinem Kopf. Das musst du schon selber herausfinden. Ich kann dir nicht sagen, was noch nicht in deinem Kopf ist. Aber ich setz dir einfach mal die Laus ins Ohr, dass du was über Marex herausfinden musst. Sonst kannst du dir nicht helfen. Irgendwas muss sie muss irgendein Dreck am Stecken haben. Du kannst auch nicht nur ein Junge in meinem Kopf sein. Du hast mir mein Ohr ausgebrannt. Du hast die Leiche vom Bord geschafft. Naja, du hast die Leiche vom Bord geschafft und du hast das Brandeisen in der Hand. So, auf das Brandeisen hier unter. Aber ich hab's doch gerade auch in die Hand. Scheiße. Mit mir steht das wirklich nicht mehr gut, nicht wahr? Ich bin nur in deinem Kopf. Ich schüttel diesen Gedanken ab. Flottenmeisterei, Marex, Pericum. Gut, dann weiß ich, was ich zu tun habe, aber was soll ich mit der Waffe tun? Benutze sie. Sie ist ein Geschenk. Aber die Capitana, sie hat schon so... Sie scheint wohl interessiert dran gewesen zu sein. Ich glaube, ich kann das nicht weiter aufschieben. Ich habe gesagt, dass sie von Angoschminia kommt. Ich dachte, sie wäre von Angoschminia. Und wenn sie fragt, dann werden Fragen gestellt, die ich eigentlich gar nicht offen haben möchte. Naja, du dachtest, sie ist von Angoschminia. Jetzt kommt sie halt von irgendwem anders. Ist doch egal. Jemand, der mir eine Balestrina aufs, vor allem so eine gute, aufs Bett legt. Naja, dann leg sie halt unter das Bett oder da unter dein Kopfkissen. Wenn du sie nicht benutzt, ist doch egal. Die Kapitän hat gerade andere Sorgen um die Ohren. Vor allem, wenn du ihr Marex präsentierst. Du musst ihr Marex präsentieren! Tu es! Ja, ich hab schon verstanden. Ja, aber Balestrina muss ich mir wohl eigene Gedanken machen. Weißt du, das sind doch meine eigenen Gedanken. Nur schon, als würde ich mit jemand anderem reden. Ja. Außerdem brauchst du einen neuen Namen. Warum brauche ich einen neuen Namen? Weißt du, wie ich dich jetzt nenne? Sulman. Was? Woher kommt denn jetzt der Sulman? Weißt du, so hast du mich auch im Traum genannt. Ich hab doch gesagt, dass Sulman kommt. Sulman wird kommen. Und jetzt ist er hier. Ich hab keine Zeit mehr, mich mit dir zu unterhalten. Ich kümmere mich jetzt um Zeugen. Genau. Aber bring sie nicht um. Einfach nur sagen, was sie gemacht hat. Hi. Vielleicht solltest du auch in ihren Tagebüchern lesen. Was hältst du davon? Tagebücher. Aber ich bin nur in deinem Kopf. Ich kann dir nicht sagen, was da drin ist. Sie wird wohl nicht so dumm sein, sie hier einfach in der Schrift liegen zu lassen. Nein, die hat sie wahrscheinlich bei sich. Aber nachschauen lohnt sich. Nachschauen schadet nicht. Wenn du nach draußen trittst, kannst du sehen, wie Rafim gerade mit nassem Oberkörper aus dem Wasser steigt. Es sind eine ganze Menge Schützen und Söldner um das Schiff herum verteilt und allesamt steigen sie ebenso aus dem Wasser oder sind in Formation. Du hast eine ganze Menge los. Boltaxe steht da auch irgendwo rum. Oh, hallo Diamantis. Achso, seid ihr auf dem Schiff? Okay, ich dachte, ihr seid am Rand. Ich bin auf dem Schiff, weil ich ja nach Sulamin geguckt hatte. Und hab dann von dem Schiff runter gerufen zu Rafim. Ach, Boltax. Habt ihr ja ordentliche Männer rangeholt? Oh ja, Armbrüste.
Ich sage es dir. Ich bin sehr zufrieden. Sie haben unter dem schwarzen General oder so gedient. Das fand Rafim besonders toll. Ja? Aber ich muss sagen, die Armbrustsache hat mich am meisten überzeugt. Was für großartige Nachrichten. Und sind das, aber Lohn unter denen? Oh ja. Die wissen, mit schweren Geschütz umzugehen. Genau solche Leute brauchen wir auf dem Schiff. Sind sie schon angeheuert? Noch nicht, das müssen wir mit Sulamin regeln. Aber sie haben meine und Rafims Befürwortung. Also ich denke, das ist nur so pro forma. Ihr seht ja ganz verändert aus, ihr strahlt ja richtig. Euch scheint es besser zu gehen. Ich habe mich kurz für einige Stunden in dem, was heißt Stunden? Waren es Stunden oder Minuten? Ich weiß es gar nicht. Zumindest war der Schlaf sehr erfrischend. Oh, was haltet ihr denn von meinem Turban? Den habe ich mir auf dem Markt gekauft. Ja, siehst irgendwie aus wie ein Tulamide. Fehlt nur noch der Hautton. Oh, ja, nein, ich wollte mir auch meinen Bart noch so flechten lassen. Nun, es gibt da dieses interessante Flechtwerk. Muss ich einmal gucken, ob ich ein Barbier finde, der das machen kann. Also, mein Fall ist das ganze Tulamiden mit diesem Rock und dem Turban nicht, aber dir steht das, Bolters. Dankeschön, dankeschön. Na, und was hast du jetzt vor? Möchtest du ein bisschen bei den Begutachtung der Schützen mitmachen? Ach, was? Ja, ich werde mich sicher gerne nochmal mit denen unterhalten wollen, aber dann erst, wenn die angeheuert sind. Vor allem das mit dem schwarzen General interessiert mich, aber in Rafims Hände sind die auf jeden Fall gut aufgehoben. Er macht sich als erster Offizier. Ja. Ich wollte noch schauen, wer alles so auf dem Schiff verblieben ist. Ich schaue mich mal auf den Unterdeck um, wie die Piraten dann das Ganze hinterlassen haben. Und danach werde ich nochmal in die Stadt gehen, versuchen auf dem Basar einige Einzelteile zu kaufen. Mich ein wenig handwerklich betätigen. Ich bin ein sehr guter Händler. Ich habe diesen Turban sehr günstig erstanden. Also, falls du Hilfe benötigst, kann ich dich gerne begleiten. Nettes Angebot, Boltrax, aber ich erinnere mich an das letzte Mal, wo wir zusammen handeln gehen wollten. Ach also, ja, stimmt. Außerdem wollte ich noch ein wenig die Archive der Flottenmeisterei durchstöbern und ich denke, das wäre für dich nur langweilig. Ja, das wäre nicht so spannend. Dann würde ich vorschlagen, wir warten hier einfach. Falls du Sulamin oder so siehst, sag ihnen doch bitte, dass sie möglichst schnell zum Schiff zurückkommen sollen, denn, naja, wir wollen die Männer und Frauen da unten ja auch nicht unnötig warten lassen. Auf einem Schiff wie die Drachentöter oder bald die Avianta zu segeln, ist das Warten doch alle Male wert. Oh ja, das stimmt natürlich. Ah, und das habe ich dir gar nicht erzählt. Wir haben eine sehr nette Effertgeweihte kennengelernt. Nicht so wie der alte Stinkstiefel. Nein, die war sehr freundlich. Etwas jung, 18 Jahre, aber sie hat gesagt, sie würde gerne mit uns segeln. Effertgeweihte. Was Haswell Floyd dazu sagen wird. Ach so, das, der macht nicht mehr. Hat sie uns erzählt. Ja. Haswell macht nicht mehr. Er hat keine Lust mehr, offensichtlich. Ist. Oh, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Also, offensichtlich hat Haswell keine Lust mehr und möchte deshalb nicht mehr mitmachen. Ha? Aber erzähl's keinem und sag nicht, dass du es von mir hast. Dass der einknickt, wundert mich. Aber naja, so trennen wir die Spreu von der Weizen. Wie man so sonst sagt. Nun, genau, wie dem auch sei. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Du siehst ja jetzt wieder richtig frisch aus. Das ist eine gute Sache. Falls du mich brauchst, ich bin drin. Alles klar, Boltax. Kommt rein. Und, was habt ihr so den ganzen Tag getan? Ich habe mir einen Turban gekauft. Oh. Habt ihr die 150 Leute da draußen gesehen? Die gehören zu uns? Na, vielleicht, wenn ihr sie mögt. Mögt ihr sie denn? Ja. Das waren diese, wie hießen sie? Aus der Wildermark? Ja, die aus der Wildermark. Und dann habe ich noch ganz was Feines. Also wirklich, was Herz allerliebstes aufgetrieben. Also da hängt mein Herz ein bisschen dran. Da haben wir ein paar Armbrustschützen auftreiben können. Mhm. Boltax hat mir schon von denen erzählt. Der schwarze General scheint sie zum empfohlen zu haben. Jawohl.
Also die müssen wir eigentlich mitnehmen. Ja, dann also sind das ist wirklich gute Männer und Frauen. Kommen sie aus eurer Heimat? Naja, sie haben da auf jeden Fall gekämpft. Ich glaube, das ist eher so ein zusammengewürfelter Haufen. Nun, das ist bei Söldnern ja nicht so unüblich. Das bringt mich ein wenig in eine Zwickmühle, denn ich fand eigentlich die Bogenschützeneinheit auch ganz interessant, auch wenn wir sie natürlich noch nicht in Aktion gesehen haben. Würde sich das dann ausschließen? Naja, ich kenne unsere Finanzen nicht genau genug. An sich würde ich natürlich sagen, mehr Söldner sind immer gut, aber naja, obwohl, warten, lass mich mal durchrechnen. Vielleicht sind 150 Mann auch ein bisschen viel. Wie viele hatten wir denn vorher? Ja, so 150 Mann. Vorher hatten wir gar keine Kapitänie. Naja, also bevor Abel mir sie alle in den Tod geschickt hat. Was? Nun ja, wir hatten die Dukatengarde, aber die hat sich immer eher durch Qualität statt durch Quantität ausgezeichnet. Naja, und meine Trollzacker. Ja. Und die Herren hier aus dem Mittelreich, die sich eher durch Nichtstun ausgezeichnet haben. Ach, das war diese Infanterieeinheit, oder? Yalan hat die immer zurückgehalten. Ich glaube, er hatte Angst, dass ihnen etwas passiert. Aus gutem Grund, wenn man das Schicksal ihrer Kameraden bedenkt. Ja, hat er nicht Unrecht. Nun, aber wir haben sie jedenfalls nie wirklich eingesetzt, was bedeuten könnte, dass wir sie auch nie wirklich gebraucht haben. Naja, also ihr Anführer war ja ganz nett, mit dem habe ich öfter mal trainiert, bevor die dämonischen Hände ihn zerfetzt haben. Ja, dann aber lieber Armbrustschützen. Armbrustschützen haben sehr viele Vorteile, zum Beispiel Armbrüste. Hm? Naja, also jetzt mal von Boltags Armbrustargument abgesehen, halte ich es tatsächlich auch für sinnvoller. Sie schießen zwar langsamer, aber dafür halt deutlich härter. Ist das denn ein sowohl als auch? Entweder oder? Entweder die Bogenschützen oder die Armbrustschützen? Eben, ja. Das meine ich ja. Wie groß sind denn diese Einheiten? Naja, also die Männer und Herren, die in der Wildermark gekämpft haben, sind 100 Mann stark und die anderen beiden jeweils 50 Mann stark. Allerdings hätte ich schon gerne 100 Nahkämpfer. Weil die werden halt auch als erstes aufgerieben. Wir haben schließlich auch weit über 100 verloren. Ja. An die 50 Trollzöcker, mit denen wir anfangs losgesegelt sind, dann noch einer von Dreisperger und die meisten der Dukatengardisten. Ja, ich würde die Dukatengardisten tatsächlich nur noch als unsere Wachen einsetzen. Wir haben ja nur noch so ein paar. Die Trollzöcker müssen wir mal gucken. Ich glaube, die machen es eh nicht mehr lange. Aber müsst ihr wissen, wenn ihr 200 nehmen wollt, können wir 200 nehmen, aber wenn ihr mir sagt, dass wir tatsächlich 100 Nahkämpfer benötigen. Naja, ich sag mal so, wir haben halt fast 100 aufgerieben. Und die wir hatten, sind besser als die wir kriegen. Auch wenn die wir kriegen, nicht so schlecht sind, aber die anderen waren halt schon sehr gut. Nun ja, dann haben wir auf jeden Fall gute Optionen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich habe mit Hasswulf gesprochen und er wird uns nicht begleiten. Ja, haben wir schon gehört. Genau, das hat die Effertgeweihte gesagt. Die will übrigens mitkommen. Eine Effertgeweihte? Ja, 18 Jahre jung. Ich schätze, wiegt so an die 45 Stein. Kommt aus Betana. Könnte ich locker 40 Meter werfen, die Frau. Hat gesagt, Problem. dass sie sehr gut war und sehr schnell ihre Vollweihe erhalten hat. Sehr nett. Ja. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Sicher, dass wir noch einen Jungspund hier auf dem Schiff herumtollen lassen wollen? Ich halte es nicht für die weiseste aller Entscheidungen, Hasswulf ohne Vorbehalt gehen zu lassen. Meint ihr? Ich habe ihm versprochen, dass er gehen darf, wenn er es für das Richtige hält. Habt ihr denn auch versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen? Nein. Vielleicht solltet ihr dies tun, denn wir brauchen den Mann. Nein, das werde ich nicht tun. Ich habe ein Gespräch mit ihm geführt. Vor etwa einer Woche.
Und ich habe gesehen, in was für einer seelischen Verfassung er ist. Und ich denke, es würde weder ihm noch uns gut tun, ihn zu überreden. Seine seelische Verfassung ist mir nicht bekannt, aber Haswolf ist ein übermäßig kompetenter Seemann und in genau solchen brauchen wir, um das Schiff am Laufen zu halten. Nein, denn wie ich euch nicht erwähnen muss, Kapitania, ist keiner von uns, abgesehen von Diamantes hier, sonderlich bewandert in der Seefahrt. Er hat eine Nachfolgerin empfohlen und ich werde auf jeden Fall mit ihr sprechen. Sie wird morgen wohl beim Schiff vorbeikommen. Ja, und ich möchte nochmal eben unterschreien, ich bin sehr bewandert in der Seefahrt. Jetzt nicht so gut wie Diamantes, aber also, das kriege ich auch hin. Keine Ahnung. Ein sehr guter Jahrgang hier, den ihr habt. Ich stehe da am Weinregal und betrachte ihre Flaschensammlung. Gestattet? Ja, bitte schenkt euch ein. Ich mach mal professionell so eine Flasche auf und gieße mir ein Glas Weißwein ein. Noch jemand? Nein, vielen Dank. Wo waren wir? Ich glaube, ihr genießt etwas zu sehr, hier nicht mehr das Sagen zu haben. Nein, ich habe zugehört. Dieser Ferdi aus Betana sagte sehr zu. Ich glaube tatsächlich, dass diese Ferdi wohl ein wenig jung ist, um den Platz von Haswolf auszufüllen. Nun, niemand kann diesen Platz von Haswolf ausfüllen, aber... Nun ja, er ist auch ein Richter. Ein rechtes Raubein, könnte man sagen. Sagt, hat Haswolf nicht einen sehr ausgesprochenen Hass auf Eferdis? Hat er. Was bringt ihn also dazu, uns diese potenzielle Nachfolgeperson zu empfehlen? Oh nein, wir sprechen von zwei verschiedenen Personen. Die Person, die Haswolf empfiehlt, ist eine Torvalas Vafnir-Geweihte. Oh nein. Dann sollten wir uns an seine Empfehlung halten. Nicht noch eine Torvalerin. Der Meinung bin ich auch, aber wir können... Ich denke, es wird nicht schaden, mit der jungen Frau zu sprechen. Ich werde ihr auf keinen Fall den Posten des Bordkaplans geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in ihrem Alter derartig kompetent ist, aber nun... Wenn sie nur, wie Haswolf es immer so schön sagt, auf Abenteuer aus ist und uns begleiten will, ohne unsere Kasse allzu sehr zu belasten. Nun, vielleicht. Wir werden sehen. Nun, ich würde einfach beide einladen und in verschiedenen nautischen Prüfungen gegeneinander antreten lassen. Und ich fürchte, dafür habe ich nicht wirklich die Kompetenz, aber Rafim, Diamantes, wenn ihr euch berufen fühlt? Ja, also die Männer habe ich alle schon schwimmen lassen, das war ganz in Ordnung. Mit jetzt keine Effort-Geweihten, aber das geht bestimmt auch mit Effort-Geweihten. Und um ehrlich zu sein, ich denke, Haswolfs Empfehlung ist etwas wert. Und wie gesagt, ich halte es für keine gute Idee, der jungen Eferdi das Amt des Bordkaplans auf diesem Schiff anzutragen. Also, ich denke, es ist keine echte Entscheidung. Es geht eher darum, ob sich vielleicht ein Kompromiss finden lässt. Naja, obwohl ich sagen muss, also nach meinen Erfahrungen mit Lea hat man, nur weil jemand jung ist, heißt das nicht, dass er schlecht ist. Das ist wahr. Vielleicht könnte sie als Lehrmeisterin für die Halbmatrosen einspringen. Als Lehrmeisterin. Ja, der Haswolf hat sich da tatsächlich nie sehr drum bemüht. Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Und wenn sie keinen Lohn verlangt, umso besser. Nun, das wissen wir nicht, aber wir können es immerhin versuchen. Vielleicht könnte sie ein wenig, nun ja, die Rolle von Aviander gegenüber den Halbmatrosen einnehmen. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, mit ihr zu sprechen. Ja, also das war alles, was ich geschafft habe. Habt ihr auch irgendwas geschafft? Die veranschlagten Arbeiten gehen mit aller Planmäßigkeit voran, Kapitania. Ich konnte das Rätsel um die beiden Matrosen klären, die wir auch noch aus dem Wasser gefischt haben. Haswolf sagte mir, sie seien wohl beide einmal Fex-Geweihte gewesen. Der eine ist es noch. Der andere hat wohl den Kontakt zu seinem Gott verloren. Interessant.
der noch in der Gunst des Fuchsgottes steht, gehörte zu Syllas Schwertern. Was ein Grund sein könnte, diese erneut anzuheuern. Haswulf meinte, das Problem seien eher die anderen gewesen. Und wir brauchen wieder Matrosen. Wir können natürlich auch neue suchen. Ich weise darauf hin, dass ihr technisch gesehen einen Verstoß gegen den Kontiamare-Kodex begeht, wenn ihr einen Geweihten an Bord holt und ihn nicht nach Kontiamare-Kodex bezahlt. Nun, solange es uns nicht bekannt war, war das kein Problem. Es war sein Problem, aber... Nun, ich denke, da müsste man mit ihm selbst reden. Naja, aber er hat nicht Unrecht. Ich sollte nochmal die Texte studieren.